Heute gibt es einen richtig schönen Pilzfund, auch für uns Anfänger geeignet. Bleibt dran. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig und heute habe ich einen richtig schönen Pilzfund gehabt und den will ich euch jetzt mal zeigen. Es handelt sich um den Riesenbovisten. Den kann ich als Pilzsammelanfänger mit gutem Gewissen mitnehmen, weil den kann man halt sehr, sehr gut bestimmen. Es gibt Verwechslungspartner, aber das ist wirklich halb so wild und wir nehmen den jetzt erstmal raus und dann zeige ich euch den. Der Pilz wächst wie typisch auf einer Wiese. Hier laufen zum Beispiel Pferde, also gut gedüngt, unter Laubbäumen. Hier sieht man ein paar alte Exemplare, so sollten die auf jeden Fall nicht aussehen. Davon die Finger lassen, hier auch noch kleinere, schade drum. Aber ja, wenn die gelb werden, auf jeden Fall stehen lassen. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier ist das gute Stück. Ein Riesenteil. Sehr, sehr schön knackig noch und den dreht man dann raus. So, okay, hier wird er ganz leicht gelb. Das muss ich zu Hause nachschauen, ob der noch wirklich gut ist. Weil man kann ihn auf jeden Fall essen, wenn er von außen so schön weiß ist, wie er ist und wenn er von innen weiß ist. Sobald er von innen braun ist oder gelblich wird, auf keinen Fall mehr essen. Es gibt verschiedene Bovisten. Der rein weiße ist auf jeden Fall ein Top-Speisepilz. Wenn er von außen braun ist und innen weiß, kann man ihn essen, aber geschmacklich ist er keine Bombe. Und der Kartoffelbovist ist von außen braun, so ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, so ein bisschen schuppig und von innen auch braun und den auf keinen Fall essen, der ist giftig. Deswegen immer eigentlich nur den weißen Bovisten mitnehmen. Und ja, was wir aus diesem schönen Teil machen, wenn er denn von innen noch rein weiß ist, seht ihr dann gleich zu Hause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich fahre jetzt erstmal eben nach Hause mit meiner Beute hier. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass doch gerne ein Like da. Und wenn du die Videos immer schon eine Woche früher sehen willst, geh jetzt auf Watch Better. Das ist eine nachhaltige Videoplattform, auf der ich auch hochlade. Denselben Content wie auf YouTube, nur halt immer eine Woche früher. So, ich bin wieder zu Hause. Jetzt wird der Bovist zubereitet. Was ich noch sagen wollte ist, wenn der so groß ist, dann hat man eigentlich keinen Verwechslungspartner. Wenn der ein bisschen kleiner ist, dann gibt es einen. Dann sollte man vorsichtig sein und den wirklich richtig bestimmen können. Und was auch ist, der riecht richtig schön nach Champignon, weil der aus derselben Familie stammt. Und jetzt bereite ich den mal zu. Als erstes muss ich den schälen, weil wie man sieht, hat er Fraßstellen, Schmutz und so weiter. Und dann ist er einfach schöner. Und ich hoffe mal, dass er noch nicht so gelb von innen ist, weil wenn er gelb ist, esse ich den auf keinen Fall. So, mit einer Hand filmen und arbeiten gleichzeitig ist immer schwierig. Aber man sieht, man kann ihn schön abschälen. Das mache ich jetzt einmal komplett und es sieht auf jeden Fall weiß aus. Ich schneide ihn gleich auch noch einmal ganz durch, damit ich 100% sicher bin, dass er noch gut ist. Weil wenn er gelblich wird, dann bilden sich die Sporen aus und das sollte man dann nicht mehr essen. So sieht der ganze geschält aus. Und jetzt schneiden wir uns dicke Scheiben ab, haben hier alles vorbereitet zum Panieren. Willst du einmal eben abschneiden, eine Scheibe? Und wir sehen, rein weiß, das ist ein gutes Zeichen, den können wir auf jeden Fall essen. Nicht zu dick schneiden, weil das muss gut durch sein. Genau, und jetzt können wir das panieren und dann zeige ich euch gleich, wie das Endresultat aussieht. Weil es soll ja kein Kochvideo werden, sondern Bovist-Video. So, dann probieren wir das Ganze mal zusammen mit einem Salat. Ende Oktober, alles noch aus dem Garten. Tomaten, Paprika, Gurken und hier den Pilz. Also ein richtiges Selbstversorgeressen. Ich probiere einmal eben. Schmeckt so, als wenn der Käse wäre. Richtig lecker. Also wie so ein Cordon Bleu. Oh, richtig gut. So, wir haben den nächsten Tag. Ich habe mir den Pilz schmecken lassen. Das war echt sehr, sehr viel. Also, ja, der Name ist auf jeden Fall verdient. Riesenbovist. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Nochmal die Info, das ist kein Ratgeber, dass ihr auf jeden Fall den Pilz mitnehmen könnt. Das ist einfach das, was ich gemacht habe. Also immer schön vorher erkundigen, mit jemandem losgehen, der sich wirklich gut auskennt, jemandem zeigen. Sollte man auf jeden Fall beachten, dass man immer vorsichtig sein sollte. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da kostenlos, ein Like
und einen Kommentar. Und schaut auf jeden Fall auch die Links in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr zum Beispiel meinen nachhaltigen Online-Shop und vieles mehr. Also bis dahin, ciao, ciao.